Auch wenn es Village heißt, ne, befinden wir uns hier in so einer Höhle. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht mehr lange allein sein. Boah, ey, dieses Wasser unter mir alleine macht mich schon nervös, ne? So, wir haben den Bootsschlüssel, von dem wir gar nicht wussten, dass wir ihn brauchen. Alles gut. Hey, wir hören überall Geknarze, aber auch da sind wir ja mittlerweile dran gewöhnt. Speicherpunkt. Aber das war oben, also da komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Und jetzt steht da auf einmal nicht durcheinander. Ach, wild. Ach, ich denke immer sofort, ja, nee, komm. Geistig Error. Alles klar. Soweit so gut, solange die nicht hinter mir, hinter mich, hinter mir. Also auf jeden Fall dahinter. Wobei der da oben ja jetzt irgendwie doof ist, ne? Ist das denn wenigstens dann runtergefallen? Eine gemütliche Bude, die er hier hat. Sei so gut und bring den Bootschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Ja, genau. Hans ist tot, also ist als mal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesen Fisch gefressen. Mann. Ich habe da ganz, ganz eklige Erinnerungen an Resident Evil 4. Ah. Was sagt ihr, Freunde? Ne, muss man da mit dem Boot hin oder? Ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Ja, und alles, was übrig blieb, war ein Gummistiefel.
viel zu der Frage. Boot einpacken kann er. Ne, da kann man nichts sagen. So, das heißt, ich muss hier wirklich mal versuchen, ob ich da einfach so hingehen kann. Und wir stellen fest, dass das nicht der Fall ist. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Ein Rätsel. Wie kommen wir da hin? Also er läuft nicht davon ab. Also ich versuche hier auch hier irgendwie drüber zu hüpfen oder so. Das macht er alles nicht. Hier auf dem Dach komme ich auch nicht drauf. Gerne würde ich, aber so geht's nicht. Jetzt überlege ich mir hier. Weil auch solche Mätzchen kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich will zumindest mal durch das Fernrohr gucken. Ja, oder auch doof losschießen. Ich will auch noch eine zweite tatsächlich hier verballern. Egal wie unwahrscheinlich das dann ist. Wir müssen irgendwas tun, das Ding da zu kriegen. Das macht mich übrigens irre. Also wir können auch nichts irgendwie wegrammen, so voller Energie oder so. Ne? Also es muss eine andere Möglichkeit geben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ne, ich streue mich jetzt schon die ganze Zeit davor. Ach. Stausee. Entweder brauchen wir mehr Wasser oder weniger Wasser. Was war das? War groß und froschig. Oh, das haben sie aber... Nicht gut gemacht, Leute. Nee, ich komme hier nicht näher ran. Also ich fahre vor eine unsichtbare Wand. Da hätten sie hier eher noch einen Stein ins Wasser lassen können oder so. Nee, also ich meine, man sieht, man kommt auch so hier nicht spontan irgendwie durch. Aber okay, wir haben eine Schleuse. Das heißt, entweder brauchen wir hier noch ein bisschen mehr Wasser oder wir brauchen ein bisschen weniger Wasser so insgesamt, ne, um da irgendwie
irgendwas machen zu können. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden es herausfinden. Magnum-Munition, Kaliber 50. So, was haben wir da oben noch? Noch ein Dietrich, normale Patronen. Ein Rohrbömbleinchen, dann dieses exotische Fleisch, beziehungsweise saftiges Geflügel. Ja, eine Zutat, ne? Ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sag, ich werde höchstwahrscheinlich, da geht's dann auch nachher, hier nicht von einem Riesenfisch angegriffen. Aber wer weiß, was hier sonst noch so ist. Was ist das denn? Bootshaus. Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Shit, bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Oh Mutter. Warum? Warum? Ja, aber ich habe vielleicht nicht hier schnell wegbewegen sollte. Doch mal, hier ist auch noch so viel zu tun. Doch so einfach nicht sein. Verdammt, was jetzt?
Ich muss zu seiner Klinik, ne? Ah. Geflutet, hat er gesagt. Ja, sowas finde ich im Grunde immer geil, aber wir haben hier tatsächlich auch eine Art Referenz drauf. Ne, aber wartet mal, ich bin ja kein kleiner Blödmann. Ich mache mir mal eben schnell ein Foto davon. Haha. So, Momentchen. Zack, zarab. Ne, vom Ausgangspunkt bla. Ich hoffe, das ist auch so richtig. Ne? Ich drehe es mal vorsichtshalber in die Richtung. Der Duke, er ist hier. Hallo, mein Kleiner. Ich sag ja, ne? Ein Duke kommt selten allein. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Speicherpunkt. Petze, kristalliner Schädel. Perfekter kristalliner Schädel. Klimpergeld. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Was ich mir anguck. Denn das da? Auch das hier wird jetzt langsam interessant, weil die Wumme haben wir jetzt gefunden. Also Blendgeschosse. Ich weiß nicht, was. Blendgeschosse? Aha. Für 1000 die Patrone. Beachte mich gar nicht. Versuch's. Schönen Tag. Das ist gar nicht so leicht. Okay, Speicher. Ich weiß, ich gehe hier nicht immer logisch vor. Ja, da muss ich gleich hin. Allerdings sollte ich erstmal versuchen, bei der Schleuse eventuell auch ein Knöpfchen zu drücken. Okay, Betriebsanweisung. Stausee Fördnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Insofern sollte man daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Okay. Erstens, setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang. Was? Das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Ach so, okay. Bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um den... Wer denkt sich sowas aus? Wenn ich... das Wasser ablasse. Mist, kein Strom. Na, wer hätte das gedacht?
Also ich habe Kopfhörer auf, deswegen war das immer, wenn er da so rumkreischt, ist das echt heftig. Ah, ein Zettel. Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist die einzige Ersatz, die wir haben. Ist ein Fragment. Bei sowas denke ich immer sofort, ne, da bricht mir auch gleich das ganze Ding hier unterm Arsch zusammen. Ne, aber hey, Kurbel. Also ich denke, die wird auch später für uns nochmal interessant werden. Wir hatten da ja noch die eine oder andere Zugbrücke auch. Ne? Hm. Hast du übersehen. Bevor ich da jetzt wiederum hingehe. Echt jetzt? Davon ab, haben wir geile Kurbel. Ne, geh rüber in den anderen, ne? Die einzige, die wir haben. Ne? You know. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich der spaßige Teil an der Sache. Ne, ich weiß nicht, ob das jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, über die Zwischensequenz mit Ethan eben halt zu quatschen. Ne? Der sagt, halt dich da raus, obwohl er derjenige ist eigentlich, der uns eigentlich mit hier hingeschleppt hat. Ich meine, wir hätten ja niemals gewusst, also wenn die uns nicht mitgenommen hätten, ne, wo der mit unserem Blach hin ist. Das ist also irgendwie ein bisschen komisch. Ne, und nachdem, was wir hier alles, also ich selber hier schon alles mitgemacht habe, ne, hier da aus dem Turm runterfliegen, aufgespießt werden von der die Dimitrescu und was weiß ich nicht alles. Ne, also ich hätte schon tausendmal tot sein müssen und irgendwie habe ich das Gefühl, ne, Mia ist gar nicht tot. Ja, also ich meine, ich weiß es nicht, was man hier, da kann eine ganze Menge möglich sein. Ne? Nur ich sag mal, so, wie gesagt, ich habe so viele Sachen hier jetzt überlebt. Wäre auch komisch, wenn die kaputt wäre, oder? Oh Mann. Schon irgendwie geil gemacht im Moment, ne? Und dieser Makio, ne? I love it. Keine Panik. Was soll schon passieren mit dem riesen Fischmann hier? Kriegst du nicht zu futtern? Ist halt einfach mal irgendwie weiter, ne? Auf und runter!
Ist er alleine hier oder habe ich hier, sind hier zwei Fische? Ganz nebenbei, mein Controller hier, ne, der ist die ganze Zeit am Pochen. So wackelig und hat aber keine Ahnung, soll man da jetzt gegen schießen, soll man dagegen hauen oder? Spring einfach. Vielleicht mag das an den dämlichen Fisch liegen, ne? Aber ich habe echt. Andererseits, es muss ja einen Grund geben, warum man da hinlaufen kann. Wartet mal. Dreht sich das Ding mit? Ja, der Fisch, der macht ja eigentlich gar nichts, ne? Und irgendwie macht er mich hier trotzdem total nervös. Also weil er hier gerade so rumschwimmt. Okay. Ich glaube, der wird hier noch richtig schön für Ärger so.
Widerlich. Ernsthaft? Ja, wobei ich jetzt einfach mal ganz doof sag, so... auch mich nervös zu machen. Alles klar. Aber ich verlasse mich jetzt mal so ein bisschen auf die Logik, ne? Also okay, das ist ungünstig. Okay, das darf dann also nicht passieren. Okay, aber sehr nett, dass wir dann aber auch ab hier die zweite Chance kriegen. Einfach mal probieren. Das ist doch nur eine Frage der Geschwindigkeit hier auch, oder? Wieder nicht gesehen, was ich da eigentlich genommen habe. Alles klar. Keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Obwohl man es gerade so vor sich sieht. Okay, Moment, ich muss mal einzeln mal gucken. Er hier geht hoch. Wobei wir sehen es ja hier sogar an den Farben, ne? Ja, also der Gelbe bleibt verhältnismäßig lange.
Ich bin jetzt einfach mal gerannt, ne? Ich weiß. Was soll das denn jetzt für eine Scheiße? Unfair. Aber wir haben jetzt das tatsächlich hier gelassen. Okay, Leute. Blöder Kackfisch.